ich habe jetzt hier ein paar Abonnenten, ne, die mal bei meinen Videos sind. Ne, oder ein oder zwei oder drei? Alle drei. Alle drei? So, und ich sag mal so, die sagen mal was zum Derby und mal auch deren Tipps. Warte. So, du bist der? René. Ihr kennt René auswärts, der Kisti ist mit ihm auswärts gefahren. Richtig. So, was sagst du zum Spiel heute? Wird ein schwieriges Spiel, definitiv, aber ich sag mal, das muss gewuppt werden heute ein 3-0. Ein 3-0? Ich sag ein 3-0. Wie siehst du das Derby heute? Für mich ist es das große Derby, bin ich ganz offen und ehrlich, klar, ne, man sagt immer Dortmund, ne, das ist das Derby der Bundesliga, aber ich persönlich sehe das heute gegen Bochum als das große Derby. Bin ich auch deiner Meinung, weil das ist ne, ja Eingangsschild ist Gelsenkirchen und Bochum und das ist für mich ganz klar das Derby heute. Sehe ich auch so. Du tippst dann 3-0. Ich sag 3-0, oh, ja. Ey, bitte. Zweimal Polter. Ich hoffe, das klappt. So, du bist der? Ich bin der Fabian. Da ist der Fabian, 04, ne, bei mir, ne, oder? Ja. Nee. Ah, der ist gar nicht dabei. Aha, okay. Sag du mal was zum Derby. Ja, ich hoffe, da nichts hinzuzufügen, außer dass mein Tipp was anderes ist. Ich tippe 3-1 für uns. 3-1 wird's. Was hältst du vom Derby? Ist dieses Derby größer als gegen Dortmund? Ja, schon. Auch, ne? Warum? Na, die Entfernung. Er sagt das auch. Straßenbahn-Derby. Die Entfernung einfach. Näher und. Ja. Oh, cool. Du tippst dann 3-1. Jetzt kommen wir zum Pascal. Pascal, du bist auch bei mir immer drauf? Ab und zu. Aber ja, ich habe von dir ein paar Videos geklaut, ne? Oder geborgen, sagen wir mal so. Ja, wie auch immer. Darfst du auch ruhig. Darf ich auch ruhig. Was sagst du denn heute? Was? Wird ein schwieriges Spiel, wie der René schon meinte, ja, klar. Aber ich glaube, 4-0. Ganz knackiges. Ey, ich unterschreibe, hol mal einen Zettel, ich unterschreibe direkt 4-0. Sofort. Ja, wie gesagt, für mich, ich finde auch, allein wegen der Entfernung ist es ein richtiges Derby. Findest du, das ist ein brisantes Derby heute? Oder was sagt ihr, ist das ein brisantes Derby? Also, definitiv. Also, man muss. Kommt mal zusammen, ihr könnt auch alle zusammen. So wie ich das gelesen habe, hat Bochum tatsächlich 6.200 Karten gekauft. Aha. Beziehungsweise 6.200 sind heute hier von Bochum. Ich denke, das werden mal deutlich mehr. Ich denke mal so 7.000, 8.000 werden es definitiv heute werden von den Bochumern. Sie werden schon Betrieb machen. Klar spielen wir ja zu Hause, aber die Bochumer werden heute auch schon ein bisschen Stimmung machen. Ja, super. Deswegen ist es kein klassisches Heimspiel, sondern da ist von beiden Seiten der Kopf. Es wird einfach ein geiles Derby, sagen wir mal so. Ich sag mal, danke, dass ihr eure Tipps und eure Derby-Stimmung schon mal gegeben habt. Ne? Alles klar. Sag mal Glück auf. Ich sag mal auch Glück auf. Dankeschön. 1,5 Stunden noch vorm Spiel. 13 Jahre. Definitiv viel zu lang. Und wir freuen uns, dass wir das Straßenbahn-Duell wieder haben. Ja, das letzte Duell. Habt ihr gehört? Er hat auch gesagt, Straßenbahn-Duell. Noch eine Stunde und 15 Minuten, dann fängt das Derby an. Bin schon nervös. Wir sind schon seit 45 Minuten hier drin. Heiß, heiß wie Britten, sagt man. Da sind die Bochumer Spieler. Das sind auch unsere Spieler. Die Aufstellung ist da. Ich packe mich schon mal jetzt mal am Kopf. Ja, die gleiche Aufstellung wie in Stuttgart, außer für Orian spielt der Mohr und Brunner. Ich weiß nicht, ob der verletzt ist, aber für Brunner spielt Matrecani. Ja, da kriegen Kopfschmerzen. Da haben die Kopfschmerzen. Ansonsten die gleiche Aufstellung wie in Stuttgart. Wie gesagt, für Orian der Mohr, aber Orian sitzt auf der Bank. Ansonsten alles gleich, Flick und Kraus fangen an, mit Yoshida, mit
mit Van der Berg vorne, Bülter, Larsen und Drexler. Ja, im Mittelfeld Drexler, Lars Bülter und vorne Terode. Da bin ich gespannt mit dem Matrecciani auf der rechten Seite. Da hätte ich mir jetzt wirklich den Heidi gewünscht von Anfang an. Aber okay, drückt trotzdem den Daumen, dass der Matrecciani dann sehr gut macht.
Spieler mit der 24. So, Halbzeitfazit. Die ersten 20, 25 Minuten waren wir ein bisschen besser, hatten gute Torgelegenheit durch Terode, die war eine hundertprozentige. Ja, und dann haben wir uns den Schein ablaufen lassen, da war Bochum ein bisschen besser. Ja, und dann kam das 1:0 durch Drexler, Schuss von Böker. Konnte der Riemann nicht halten und der Dexter stand genau richtig. Ja, verdiente 1-0-Führung. Und so kann das weitergehen. Ne? Bis später. Rodrigo! Warte, warte. Ja, gleich kommt erstmal Videoassistent. Wartet, bevor wir uns freuen, wartet. War Abseits? Hat er Abseits gegeben? Ja, weil die gucken nur noch. Ich hoffe. Nein, der Videoassistent muss noch was sagen. Warte, war bitte Abseits, sag Abseits. Ich konnte es jetzt nicht sehen. Ja, Videoassistent, schaut doch mal. Mal schauen. Das meinst du mit dem Videoassistent? Nehmt dir die Emotionen weg. Jetzt, das war auf Abseits. Ich weiß es nicht. Ich habe da kein Abseits gesehen, sorry. Tor wurde gegeben. Selbst schuld. Mit Ansage davor, mit Ansage. Haben wir das Spiel aus der Hand genommen. Jetzt muss der Kramer mal wirklich drei Auswechsel machen. Ansonsten werden wir das Spiel aus der Hand genommen. Kommt jetzt auf Seite 10. Rodrigo! Okay, und damit haben wir einen neuen Spielstand. Schalke!
immer die Verlierer. Ja, die Verlierer. VfL, Mörder. Scheiß VfL! Scheiß VfL! Und dann sind die Sieger. Zum Spiel. Erkämpftes 3-1. Nach dem 1-1 sind wir ein bisschen eingebrochen, aber dann kam der 2-1 und Freistoß, Standardsituation. Dann haben wir wieder gekämpft und dann kam der Polter zum 3-2 in der Nachspielzeit. Aber ich gehe als Derby-Sieger hier aus der Arena. Glück auf, der Derby-Sieger verabschiedet. Ciao.